Und hier sind wir auch wieder bei Command & Conquer Generals Zero Hour. Ich habe mir gedacht gehabt, wir machen die Generalsherausforderung. Ich werde das auf Light spielen, weil ich habe gestern Abend noch ein bisschen mit Towns gespielt gehabt. Und das gegen Granger. Granger kann ein ziemlicher Abfuck sein. Gut, wir haben dann diese neun Generäle. Towns ist so Laserwaffen. Ist jetzt persönlich nicht so meins, muss ich sagen. Granger ist halt Luftwaffe, das heißt, gerade was seine Aurora-Bombe und ich meine seine Raptors sind halt verbessert. Sprich, seine Raptors sind nicht mehr Raptors, die sind King Raptors und Auroras sind, glaube ich, irgendwie so andere Auroras. Dann haben wir den Superwaffen-General, General Alexander. Die hat natürlich halt entsprechend stärkere Partikelkanonen. Dann haben wir Prinz Kassad, was so ja, hinterhalte Tarnsysteme, das heißt, er kann sich halt tarnen. Dann haben wir Dr. Strax, den wir aus der Kampagne kennen. Prinz Kassad eigentlich auch. Dr. Strax hat halt seine Chemiewaffen. Dann haben wir General Juices. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Der halt für Sprengsätze und Bomben halt ist. Dann General Tao mit seinen Atomwaffen. Meine, die Atombombe ist halt nicht mit inbegriffen, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Dann haben wir General Quai, der halt für seine Panzerdivision halt ist und General Fei für die Infanterie. Ich habe bisher eigentlich immer ganz gerne mit Alexander gespielt, aber ich würde tendenziell sagen... Ich glaube, ich nehme mal Granger. Sie wählen mich aus? Denken Sie noch einmal darüber nach. Generell ist es übrigens so, dass Granger... Hallo, General. Denken Sie, ich sehe Ihre Spionageflieger nicht? Bitte sehen Sie sich in Ruhe um. Schließlich ist es das letzte Mal, dass Sie meine Festung sehen. Wie Sie sehen, ist meine Festung uneinnehmbar. Und meine Chemiewaffen werden Ihre Einheiten vergiften, bevor sie mir zu nahe kommen. Irgendwann können Sie Ihren Enkeln von dieser Niederlage erzählen. Granger ist so ziemlich derjenige, der halt als erstes normalerweise drankommt. Wir haben hier auf jeden Fall... Die erste Probe ist gratis. Ja, man muss dazu sagen, in der Generalsherausforderung, die Leute können nicht aufhören zu quatschen. Das Flugfeld ist sogar günstiger, sehe ich gerade. So. Ich möchte nämlich ganz gerne schon die beiden Bohrtürme hier haben. Da bauen wir mal. Was bei den Generalsherausforderungen immer der Fall ist, ist nämlich, dass wir überhaupt... ganz selten eigentlich normale Panzer halt haben. So, wir haben hier
Ach, der Entspannen auch. Sie sich. Warten der. Sie, bis meine Medizin wirkt. Aurora? Bombe. Okay. Neues Bauprojekt? Helikopter bereit. Das brauchen wir ehrlich gesagt auch noch nicht. Ich bin beschäftigt. Wir sind die Besten. Bin unterwegs. Feind identifiziert. Wollen Sie mal riechen? Danach riechen Sie nichts mehr. So. Wollen Sie meine Medizin kosten? Was gibt's zu tun? Ich baue überall. Den können wir mal upgraden. Einsatzbereit. Soll ich vorausgehen? Du kannst schon mal da hingehen. Neue Versorgungswege. So. Muss etwas repariert werden? Guter Untergrund. Einsatzbereit. Täuschkörper installiert. Sicht gut. Das können wir schon mal kaputt machen. Upgrade aktiviert. Tief durchatmen, General. Neue Opfer. Freiwillige für meine Experimente. Das werden langsam lästig, General. Das ist gut. So. Das wird schon. Soll ich vorausgehen? Einsatzbereit. Nehme neue Position. Das können wir dann hin. Ich muss auch sagen, dass das jetzt hier wesentlich leichter und auch stressfreier für mich halt ist. Mittlere Flughöhe. Das sollte ich auf jeden Fall auch mit einnehmen. Je länger Sie warten, desto geringer sind Ihre Chancen. Ah, der Tellenkappenbomber ist sogar automatisch schon freigeschaltet. Das ist gut. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal das gute Stück. Ich werde auch die Generalsherausforderung, denke ich mal, erstmal ohne Superwaffe halt machen. Durch ihre Cyborgs frisst, bin ich zufrieden. Wie wäre es mit einem Zeichen des guten Willens? Einem Gegenmittel zum Beispiel? Das ist eigentlich keine dumme Idee. Können Sie die Luft anhalten? Und ja, der kann nicht die Schnauze halten. Was nämlich halt gut ist, ist halt entsprechend der Ambulanzwagen. Und man sieht hier der Crusader Panzer als auch der. Der Dingsbums haben wir hier nämlich nicht. So, dekontaminieren. Schlimm ist es gar nicht. Es brennt nur ein bisschen. Das ist alles. Wer braucht Hilfe? Riechen Sie das? Nein. Wo sind die Verwundeten? Schade, dass wir das nicht. Chemietruppen vorwärts. Ja, machen wir auf jeden Fall die Schützenzüge, die Spezialtraining. Made in USA. Emergency bereit. Ist jemand verletzt? Sehen wir uns die Sache an. Schöne, Sir. Sicht gut.
willkommen, General. Gleich bekommen Sie Sodbrennen. Na, ich mag kein Sodbrennen. So, jetzt das Gerüst. So. Das werden wir auf jeden Fall auch noch bauen. Aber sehr, sehr ruhig ist eigentlich. Es ist heutzutage schwer, einen Arzt zu finden, der Hausbesuche macht. Comanche bereit. Luftunterstützung unterwegs. Wir Raptor. Was liegt an? Lecker bis zum letzten Tropfen. Alles Roger. Ah. Comanche bereit. Du solltest dich reparieren. So. Tschüss, General. So viele Abwehrstellungen, General. Alle nutzlos. Was gibt's zu tun? Sicher, dass das alles nutzlos ist. Alles Roger. Sicht gut. Lasersysteme sind online. Wir kommen wie saurer Regen über Sie, General. Spezialausbildung abgeschlossen, Sir. Nehmen wir den da. Comanche bereit. Was liegt an? So, ich müsste auf jeden Fall. Der Stützpunkt ist wirklich groß, General. Ein perfektes Ziel für meinen Scud-Sturm. Ich brauche auf jeden Fall mehr Kohle. Ich lege das Fundament. Geh an die Arbeit. Alles Roger. Luftunterstützung. Wir haben ein Problem mit unseren Chemiewaffen, General. Gleich geht's weiter. Ah, Feigling. Aber Ihre Piloten müssen auch atmen. Könnte sein, dass wir atmen müssen. Aber hoch oben in der Luft kommt sowieso halt dein Dingsbums nicht dran. Was liegt an? Ich geb dir Deckung. So, das ist doch schön. Ich höre, Sir. Navi-Systeme. Sie wollen die Chemiewaffen. Von mir aus. An irgendwas müssen sie ja sterben. Das ist gut. Vorwärts, meine Chemiekrieger. Gebt den Massen unsere Medizin. Das sieht doch sehr, sehr gut aus. Da habe ich nämlich... Vorsicht, General. Diese Brücke ist gefährlich. Genau wie alles andere hier. Siehst du? Sie haben meine Experimente gestört. Das werden Sie noch bereuen, General. Sehr nice. Habe ich irgendwas EMP-mäßiges vielleicht? Okay, ich bin 2 Sterne. Was brauchen wir? 4 der Plattformen ist in der Regel genug. Wollen Sie mich angreifen oder haben Sie Angst vor dem, was Sie in meiner Basis finden könnten? Upgrade aktiviert. Nehme neue Position an. Yeah. Upgrade aktiviert. Spezialeinheit bereit. So, ihr könnt dahin. Alles Roger. Glückwunsch, General. Sie wurden befördert.
Das ist gut. Gegen meine Waffen ist kein Kraut gewachsen, General. Ich werde das auf jeden Fall jetzt erstmal machen. Das kannst du machen. Ich baue überall. So, jetzt das Gerüst. Bisschen schade ist, dass ich halt eine Raffinerie für meine Chemiewaffen. Was können Sie schon damit anfangen? Meine Kosten werden gesenkt. Deswegen wollte ich die haben. Blöde Frage, aber ich glaube, der halt die Infanterie. Naja. Sie halten sich für clever, was? Komm einfach durch die Hintertür. Naja. Stimmt, der Mikrowellenpanzer könnte ich gut gebrauchen. So. Alles klar. Gleich sieht es wie neu aus. So ist's recht. Das können wir dann. Entspannen Sie sich. Warten Sie, bis meine Medizin wirkt. Soll ich vorausgehen? Ja, ja. Wellenlängen kalibriert. Du könntest nämlich. Prüfe Wellenintegrität. Hättest das halt deaktivieren können? Okay, kannst du nicht. Ich habe auch nirgendwo eine Möglichkeit, halt. Die Anspannung bringt sie um. Ja gut, okay, dann machen wir das kaputt hier. Wobei, nee, brauche ich gar nicht. Brauche ich doch gar nicht. Fällt mir gerade so ein. Sturm geortet. Das habe ich schon befürchtet. Im Dunkeln leuchten? Dann bauen Sie doch noch ein paar. Ach, ich sehe auch gerade. Der braucht ja ewig und 3 Tage, bis er da seinen Skatsturm abfeuert. Hier. Das dauert ja eine Stunde. Mikrowellensender bereit. Upgrade aktiviert. Sie warten, desto geringer sind Ihre Chancen. Ich höre, Sir. Luftunterstützung unterwegs. Greife an. Rakete abgefeuert. Immer bereit. Besetzen wir das Gebäude. So.
wenn sich die Säure durch ihre Cyborgs frisst, bin ich zufrieden. Einsatz bereit. So. Immer bereit. Bin unterwegs. Sammelpunkt besteht. Wir sind die Besten. Ich hätte jetzt natürlich nicht damit gerechnet, dass alle so einfach durchkommen. Diese Artilleriestellung hält mich nicht auf, General. Jo. Säure. Es gibt nichts Schöneres. Es geht um Leben und Tod. Moment, ich bereit. Fliege zum neuen Zielgebiet. Ihr könnt dahin. Navi-System okay. Moment, ich bereit. Ihr könnt evakuieren. So. Immer bereit. Sammelpunkt bestätigt. Soll ich vorausgehen? Riechen Sie das? Nein. Immer bereit. Ab jetzt übernehmen wir. Das Gebäude gehört uns. Das ist gut. Ist jemand verletzt? Alles Roger. Helikopter bereit. Na, das ist auch gut. Tief einatmen und ausatmen. Wie finden Sie das? So, ihr könnt ebenfalls mit nach dahin. Moment, ich bereit. Immer bereit. Nehme neue Position ein. Als nächstes wäre ja eigentlich hier oben gar nicht mal so schlecht. Oh, das ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Dann können wir nämlich hier ein bisschen halt auch produzieren. Alles klar. Du könntest nach da oben. Greife an. Navi-System okay. Comanche bereit. Sicht gut. Da muss ich ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich die Herren halt wieder nicht greifen kann. Nächsten Angriff noch mal tief durch. Alles Roger. Ziel geortet. Ich hab doch noch einen. Ich baue überall. So, jetzt das Gerüst. Spezialeinheit bereit. Sammelpunkt bestätigt. Ihr könnt dahin. Ah. Da hat natürlich gut Luftabwehr. Einsatzbereit. Zeit für einen Tapetenwechsel. Spezialeinheit bereit. Wir haben ein Problem mit unseren Chemiewaffen, General. Gleich geht's weiter. Weg von meinen Scud-Raketen. Sie bekommen sie noch früh genug. Are you sure about that? Ich würde sagen, nein. Ich habe wohl zu oft an meinen Chemikalien geschnuppert. Sie können nicht ziehen. Made in USA.
zerstört. Bin unterwegs. Sie wollen die Chemiewaffen. Von mir aus. An irgendwas müssen sie ja sterben. Ich sag nur so viel. Ich finde, dass das aktuell ganz gut hier läuft. Navi-System okay. Meine Experimente gestört. Das werden Sie noch bereuen, General. Alles Roger. Luftunterstützung unterwegs. Rakete abgefeuert. Ich greife an. Dann machen wir mal seinen Scud-Sturm jetzt kaputt. Einheit verloren. Okay, da habe ich natürlich dann das klitzekleine Problem. Wollen Sie mich angreifen oder haben Sie Angst vor dem, was Sie in meiner Basis finden könnten? So. Zerstören müssen wir übrigens alle wichtigen Gebäude. Sonst noch was? Also sowas wie die Stingerstellung oder sowas müssen wir halt nicht zerstören. Gegen meine Waffen ist kein Kraut gewachsen, General. Einsatzbereit. Dienstbereit. Es geht um Leben und Tod. Nichts wie hin. Tut noch. Wir sind die Besten. Suchen und zerstören. Daran. Aber das Gute ist tatsächlich halt, ich kann hier ohne Probleme. Wir sind unterwegs. Navi-System okay. Upgrade aktiviert. Sicht gut. Einfach mal sagen, so von wegen hier, ich benutze einfach die Helis, weil die Helis eigentlich so die beste Spam-Einheit von Granger sind. Alles klar. Aber ich könnte noch ein Flugfeld bauen. Helikopter bereit. Alles Roger. Ihr gehört mir. Wir sind unterwegs. Das können wir jetzt mal kaputt machen. Verheerend. Ich höre es, Sir. Mittlere Flughöhe. Voilà, alles im Griff. Du könntest eigentlich auch die King Raptors bauen. Wie man sieht, ich habe auch genügend Kohle. Helikopter bereit. So ist's recht. Entspannen Sie sich. Warten Sie, bis meine Medizin wirkt. Machen wir das noch. So. Ich höre es. King Raptor bereit zum Start. Navi-System okay.
zum neuen Zielgebiet. Rakete abgefeuert. Na, komm. Anspannung bringt sie um. Einheit verloren. Luftunterstützung unterwegs. Fliege zum neuen Zielgebiet. Navi-System okay. So. Das ist okay. Was gibt's? Ich geb dir Deckung. Machen wir das mit den King Raptors. Alles Roger. Ziel geoffen. Tief durchatmen, General. Einheit verloren. Davon habe ich einen verloren. Ich höre, Sir. Du kriegst Feuerschutz. Wir greifen an. Ich würde ja fast schon beurteilen. King Raptor bereits am Start. Glückwunsch, General. Sie wurden befördert. Einheit verloren. Hä? Je länger sie warten, desto geringer sind ihre Chancen. Verschwinden Sie aus meinem Stützpunkt, General. Er gehört immer noch mir. Die kann ich ja mal auch nutzen. Gut, über den Schatten geht das. Sehr schön. Gut. Gut, er baut jetzt halt natürlich nach. Wenn sich die Säure durch ihre Cyborgs frisst, bin ich zufrieden. Comanche bereit. Luftunterstützung unterwegs. Zack. Zack. Ich meine, das sind ja normale Fähigkeiten hier von braucht jemand einen Sanitäter? Es geht um Drohnenpanzerung wurde installiert. Dingsbums. Von daher. Alles Roger. Fliege zum neuen Zielgebiet. Ziel geordnet. Säure. Machen wir ihn jetzt hier komplett. Du kannst da nochmal halten. Comanche bereit. Wir sind unterwegs. Jojo. Navi-System okay. Du kriegst Feuerschutz. Oh, willst du das auch noch benutzen? Huch. Mittlere Flughöhe. Der gehört mir. Luftunterstützung unterwegs. Wir greifen an. Rakete abgefeuert. Greife an. Was haben Sie gegen Chemikalien? Wissen Sie nicht, was heutzutage im Essen ist? Na, da sind auch Chemikalien drin, ich weiß. Aber ich muss das nicht unbedingt die ganze Zeit über haben. 24/7. Vor allen Dingen ist es tödlich. So, wir nehmen unsere Raptors und machen die mal kaputt. Yes, Sir. Luftunterstützung unterwegs. Nähern uns Ziel.
Wir sind unterwegs. Lecker bis zum letzten Tropfen. Mittlere Flughöhe. Luftunterstützung unterwegs. Rakete abgefeuert. Rakete abgefeuert. Rakete ausgeklinkt. Mittlere Flughöhe. So. Comanche bereit. Zack. Was liegt an? Die King Raptors. Ihr könnt das noch kaputt machen. Nochmal tief durch. Ja, ja. So. Comanche bereit. Rakete abgefeuert. Feuer frei. Das sollte eigentlich. Jo. Dann machen wir mal hier Schicht im Schacht. Das war meine Kommandozentrale. Egal, ich mochte meine Kommandeure noch nie. Jetzt gibt es nur noch uns beide. Sie und mich. Wollen die Chemiewaffen? Von mir aus. An irgendwas müssen sie ja sterben. Greife an! Hm? Yes, sir. Oh. Alles Roger. Und da haben wir es auch schon. Davon gibt es ein paar, ich glaube 9 Stück. Ich habe mein Generalspatent nicht im Lotto gewonnen. Kommt mir aber so vor. Machen wir weiter. Wen haben wir als nächstes? Tau! Ihre Basis ist bald nur noch verstrahlter Sondermüll. Wir müssen den Sektor sichern. Legt alles in Schutt und Asche. Wir haben Sie erwartet, General, und wir haben Geschenke für Sie. Noch mehr Geschenke, General. Wir sind sehr großzügig. So, General, jetzt verstehen Sie bestimmt, warum ich King Nook genannt werde. Jetzt wird es ernst. Sind Sie bereit für die Schlacht, General? Auf jeden Fall haben wir hier sowas hier zutage. Und hier haben wir auf jeden Fall seine Basis. In all ihrer Pracht. So. So, jetzt das Gerüst. Aber wie es weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Teil der Generalsherausforderung. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage damit bis zum nächsten Let's Play Part. Blood SFB meldet sich ab.